Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie man mit der Dübler-Hilfe von Wolfcraft vernünftige und schnelle Ergebnisse erzielen kann. Erster Schritt ist, dass man die zwei zu verbindenden Holzteile gerade aufeinander setzt und dabei die Kanten möglichst bündig legt. Dann nimmt man sich einen Winkel, setzt sich die gewünschte Anzahl von Markierungen. Immer gleich über beide arbeiten, das spart Zeit und die Arbeit wird wesentlich genauer. Der nächste Schritt ist dann, dass man die Dübelhilfe ansetzt, hier unten diesen Winkel nutzend, und dann die entsprechende Markierung sucht. Das funktioniert etwas schwierig, gerade bei den Sechserloch. Deswegen kippe ich das immer zuerst etwas nach oben an, damit mehr Licht reinfällt und man die Markierung sieht. Dann setze ich den Bohrer an. Moment, Bohrer ist ein bisschen schwach da. Das Loch. Genauso verfahre ich an der anderen Stelle. Und wiederhole dann die Prozedur bei unserem zweiten Holz. Wieder etwas schwer aufsetzen, die Markierung suchen. Ich empfehle übrigens, die Einstellung für die Bohrtiefe so vorzunehmen, dass man die Mitte dieser Latte trifft. Gut, letzter Schritt: Einsetzen des Holzdübels. Sollte natürlich die passende Größe zum Bohrloch nutzen und dann die beiden Werkstücke aufeinander setzen. Das erfordert manchmal etwas Kraft.